schwer, weil die Roten gar nicht so oft auftreten. Aber manchmal ist hier alles voll von den Roten. Ach komm schon. Ich kann so nicht zielen. Ich muss immer nur neu starten. Also Aufnahme beenden wieder anfangen. Keine Ahnung, was das für ein Bug ist. Erwischt. Dreimal. Wegen diesen scheiß Quallen. Ich hasse die. Das ist mein Erzfeind in diesem Gebiet. Vom ersten Akt ist mein Erzfeind. Die nerven einfach nur. Sie sind nicht stark. Aber sie nerven mit den 1000 Beschwörungen pro Sekunde. Ja, genau. Beschwört doch noch mehr von den Roten. Eins hasse ich an Part of Exile. Die Balance ist immer noch übertrieben schlecht. Wieso macht sie sowas? Kennen die das Wort Balance gar nicht? Zum Beispiel, der Beschwörer ist schon immer stark gewesen. Immer. Und jetzt haben sie ihn noch verstärkt. Wie dumm sind die eigentlich? Wie dumm sind die eigentlich? Und sie uns verarschen? Wieso verarschen überhaupt Entwickler uns? Wieso kann man nicht einfach mal ein gutes Spiel machen, das den Leuten gefällt? Aber nein, es muss natürlich alles verunglimpft und schlecht sein und alles mögliche. Darum spiele ich auch momentan lieber Fußball oder so, da gibt es nicht so Leute, die ganze Zeit Böses tun oder Schleißer sind oder Schlechte das machen. Wie viel Leben hast du? Jetzt reicht es. Ich habe Clarity, eigentlich müsste ich dann Mana haben. Aber nein, alle kosten so viel Mana. So, wenn ihr euch gefreut habt, dass ich ihn besiegt habe. Nein, ich habe ihn noch nicht besiegt. Oder sie. Hier ist die zweite Form, die ist noch nerviger. Hör auf einzufrieren! Das macht keinen Spaß. Ah, oh, beschwör doch nicht immer Monster. Jetzt auch noch rote. Die explodieren. Ah, oh, die... Sind die Bosskämpfe immer so scheiße? Vor allem der zweite nervt. Geht die ganze Zeit, haut er ab und kommt dann wieder hoch, so extrem langsam und nicht, oder? Jetzt flippt dieses Monster aus, das ist abnormal. So, aber wir haben es geschafft. Juhu! Wer ist der King, hä? Wer ist der Bubba? Oder Babu? Oh, coole Stiefel. Rarity. Das ist etwas, was wir gebrauchen können. So. 160.
jetzt sind sie wieder so stark wie beim anderen Charakter. Beim Dragoswanderer. Aber momentan fehlen uns noch wichtige Items. Also vor allem Gems. Und halt Elementar Damage. Hallo? Elementar Aquilibrium, das ist... Oh, das ist fett. Ja, komm, wir versuchen's mal. So, Elemental Aquilibrium. Nicht angezeigt. Nein, nicht die Monster. Bitte nicht. Was machen die schon im zweiten Akt? Und wieso leckt es hier so extrem? Hey, ich hatte nie Probleme. Ich hatte nie Probleme. Und jetzt plötzlich bin Fraps extrem und... Ah. Ich kann mit FPS, 6 FPS nicht spielen. Okay, jetzt ist es wieder besser. Aber auch nur für ein paar Sekunden wahrscheinlich. Also so etwas von Scheiße. Ach blöd, ja. Nerv nicht! Sehen wir cool aus. Nein! Ich kann mit Fraps nicht kämpfen, sorry, aber... Was ist das schon... Jetzt reicht. Oh, Mann, oh. Fraps ist sowas von Scheiße. Spectral Throw. Ja, Physik. Ist halt scheiße. Geht raus. Oh, cool. Den brauchen wir ab Level 18. Ja, ist nicht gut. Okay. Und da ist noch einer. Grinning Toten. Was macht denn der?
lang zu CC. Lol, die haben einfach mehrere Totens platziert, oder was? Was extra Physical Damage? Geht's noch? Nieder mit dir. Empower. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, was das macht, aber es macht irgendwie, dass die Fähigkeiten stärker sind. Und hier ist sogar noch ein Shockwave-Toten. Oh Gott. Keine Belohnung, genau. So etwas hat man doch gerne. So ein Bullshit. Also echt. Noch ein... wieder so ein Toten, wo teleportiert. So. Toten beschwören, besiegen.